So, wir sind wieder zurück in unserem U-Boot. Wir haben beim letzten Mal die Seemotte erschaffen und haben jetzt dadurch die Möglichkeit, auch weit entfernte Gebiete bestens zu erkunden. Und davon werden wir heute vermutlich auch Gebrauch machen von dieser neuen Fähigkeit. Ich werde einfach mal schauen, wie es aussieht bezüglich Kommunikator, ob wir da irgendwie was Neues haben. Okay, das war weird. Da stellt sich die Frage, was machen wir dann? Jetzt können wir natürlich schauen, was wir irgendwie noch erschaffen können. Das ist interessant. Hier spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Braucht man Kabelsatz und Fasergewebe für. So, ein Kreislauf-Tauchgerät. Ich nehme an, das kann ich jetzt einfach so anziehen. Ah, das habe ich schon angezogen. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mir noch gleich einen Kompass. Den kann man bestimmt auch mal irgendwann brauchen. So, Kompass haben wir auch. Ah, jetzt sehen wir hier oben immer. Nice. Ja, den Rest hier brauchen wir nicht. Hi. Ich habe gerade ein Fenster gemacht, im perfekten Moment. Ah, wunderschön. Eigentlich nicht so wirklich. Pass ja auf, dass du mein Gebäude hier nicht dreckig machst, ne? Sonst kriegst du Stiche ab. Okay. Also haben wir hier was Neues. Überlebende. Nee. Da? Ja, vermutlich ist es das hier, ne? Ja. Warte mal. Überreste eines hochrangigen Passagiers an Bord. Die Überreste, das klingt vielversprechend. So, dann fahren wir da mal mit unserer Seemotte hin. Dann müssten wir auch schneller sein als so mit Flossen, ne? Da steht, es wird angegriffen. Das hört sich aktuell an. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Das sieht nicht hübsch aus hier. Die Gegend gefällt mir nicht wirklich. Oh ne, warte, da komme ich doch gerade her, lol. Ja, ich komme komplett dumm oder so. Ach, da hinten. Die Gegend gefällt mir nicht wirklich, Junge. Da kommst du her gerade. Das ist eine scheiß Base. Okay, aber von der Perspektive sieht es echt nicht so gut aus mit dem zerstörten Schiff, ne? Ja, moin. Boah, holy shit, was ist das für ein Biom? Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock gerade, muss ich sagen. Holy shit. What the fuck? Das ist mega creepy, das Biom. Was ist das für ein Fischi? Alter, ich hab so Schiss, ne? Alter, was ist das? Ach du Kacke. Ey, die Viecher greifen mich 100 pro an, ne? Die sind relativ klein, Gott sei Dank. Aber trotzdem, das sind ja so viele noch von denen. Und die werden mich sowas von vernaschen. Datenbox. Ultra-gleitfähige Schwimmflossen. Komme ich da irgendwie rein? Ah, jo. So, PDA. Sonst noch irgendwas? Nö. Okay, die greifen mich tatsächlich gar nicht an. Das ist interessant. Aber das ist mir absolut nicht geheuer hier. Ich fahre direkt wieder zurück. Ich bin auch nur 180 Metern Tiefe, ne? So, was steht jetzt in diesem PDA drinnen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Show me the path in life, truth, and love, for mine is the power. I am the one.
itself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. Okay, er hat wohl einen an der Macke gehabt. Passiert. Noch ein neues Ding. Neue Nachricht. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Okay. Hier, ist es das hier? Nee, ich glaube nicht. Oder ist es das? Doch, könnte schon sein. Ah, hier. Letzte Übertragungsstandort des zweiten Offiziers. In 300 Metern Tiefe. Okay, dann fahren wir jetzt dahin. Also ich mache die auch echt mutwillig kaputt. So. Warte, mal andere Farbe den geben. So, damit die es besser erkennen. Wo ist es? Da. 1 Kilometer entfernt. Ja. Wird eine schöne Reise bestimmt. Ah, noch ein neues Biom. Yay. Ich liebe es. Oh Gott, das ist noch gruseliger. Vor allem, das ist so scheiße tief. Also wenn ich das hier über ohne einen Jumpscare überstehe, das Video, ne? Dann weiß ich auch nicht. Lol, das Ding kann nicht tiefer. Tja, kacke war's, Jungs. Hier ist Endstation. Tiefer kann das viel nicht, sonst geht's noch mehr kaputt. Und es ist eh schon fast kaputt. Ja, alright, war ein schöner Ausflug. Okay, das erschwert die ganze Sache. Was ist das hier bitte? Ein Scannerraumfragment. Okay. Ich habe einen Scannerraum. So, ich nehme an, dass wir zunächst einmal ein besseres Fahrzeug brauchen, das in tiefere Tiefen vordringen kann. Und ja, vielleicht finden wir bei einer neuen Nachrichtungsmission was. Wir sind den Planeten jetzt. Wir haben eine Landungsseite für dich, die. Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Ankunft der Sunbeam in 40 Minuten. 1000 Meter entfernt. Gut 1000 Meter. Ich würde sagen, ich fahre da schon mal hin, um mal den Landeplatz anzuschauen. Damit ich einfach weiß, womit ich es zu tun haben nachher. Und im nächsten Part dann werden wir uns davon abholen lassen. Ist es dann das Ende von Subnautica schon? Weil eigentlich gibt es ja noch relativ viel zu entdecken, glaube ich jetzt mal. Okay, da bei der Insel landet die Sunbeam wohl. Das sieht eigentlich ganz akzeptabel aus, doch. Was bist du? Dich kenne ich noch nicht. Okay, ja, aber das sind noch 300 Meter da. Also das ist halt hinter der Insel direkt dann. Oder am anderen Ende der Insel, ja. Das sieht ganz ordentlich aus. Bin ich echt gespannt, ob das dann schon das Ende ist von Subnautica. Aber ich würde sagen, das werden die nächsten Part sehen. Ich werde jetzt noch zurückfahren, das ist nicht so wirklich spannend. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.